So, und willkommen zurück. Ja, ich, wie gesagt, wenn man einmal dran ist, ist man dran. Und ja. Das ist schön. Er stellt sich das immer so einfach vor. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Warum erfahre ich das erst jetzt? Das war keine große Sache. Meine Meinung kennst du ja schon. Ähm, 58 müsste es jetzt sein. Okay. Woher kommst du? Du gehörst weder zu den Schürftruppen noch zu meinen Leuten. Also. Ich bin über den Pass gekommen. Ja, über den Pass? Du hast es tatsächlich geschafft? Bei Inos. Warum hast du diesen Weg auf dich genommen, Magier? Glaubst du wirklich? Ich komme von Lord Hagen. Er will, dass ich ihm einen Beweis für die Anwesenheit der Drachen bringe. Und du bist hergekommen, um ihn dir abzuholen und wieder zu verschwinden. So hatte ich mir das vorgestellt. Er will also einen Beweis. Den kann er haben. Aber ich kann dich nicht zu Lord Hagen zurückschicken, ohne ihm Auskunft über das Erz zu erteilen. Hör zu. Lord Hagen muss unbedingt erfahren, wie unsere Situation hier ist und wie viel Erz wir hier bisher gefördert haben. Klingt vernünftig. Okay. Was soll ich für dich tun? Ich habe 3 Schürftrupps da draußen. Aber die haben mir nicht einen Erzbrocken geschickt. Such die Schürfstellen auf und berichte mir, wie viel Erz sie gelagert haben. Dann werde ich ein Schreiben für dich aufsetzen, mit dem du zu Lord Hagen zurückkehren wirst. Na schön. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Aber warum ausgerechnet ich? Weil du einen Weg durch die Orkreihen kennst. Meine Jungs wären da draußen hoffnungslos verloren. Du ja, hast es okay. Hingegen schon einmal geschafft, durchzukommen. Das macht dich zum besten Mann für diesen Job. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich brauche Ausrüstung. Sprich mit dem Magier Milton hier in der Burg. Er kennt sich mit den Sachen aus, genau die du benötigen wirst. Wo finde ich die Schürfstellen? Hier, nimm diese Karte. Dort sind die 2 Gebiete eingezeichnet, in denen sich die Schürfstellen befinden. Falls du noch weitere Fragen hast, wende dich an Parsival. Er wird dich mit allen Informationen über die Schürfer versorgen. Alles klar. Ich will, dass du Gorn freilässt. Ich kann ihn nicht freilassen. Er hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht und die müssen gesühnt werden. Kann ich seine Strafe bezahlen? Das wäre eine Möglichkeit. Billig wird das allerdings nicht. Ich verlange 1000 Goldstücke für Gorn. Das ist ein Haufen Gold. Gorn hat auch einiges auf dem Kerbholz. Bring mir... Gut. Ich werde mich... Ja, das machen wir direkt. Obwohl Milton, ich will erstmal mit Milton sprechen. Ich will mal gucken, ob er mir die Erlaubnis gibt, dass ich mit Gorn nochmal spreche. Nee, kann ich noch nicht. Genau das habe ich. So, wir können nämlich bis zu 750 Gold bekommen, glaube ich, soweit ich weiß. Milton wird uns ein bisschen was geben. Hey. Kannst du mir Ausrüstung mitgeben? Garond hat mich beauftragt, die Schürfstellen aufzusuchen. Woher soll ich die nehmen? Das Einzige, was ich dir geben kann, ist ein wertvoller Runenstein. Dankeschön. Garond verlangt 1000 Goldstücke für Gorm. Eine hübsche Summe. Ich kann 250 Goldstücke beisteuern. Super. Das ist doch schon mal immerhin etwas. Jetzt möchte ich aber nochmal mit Gorn sprechen. Sag mir nicht, dass du das nicht. Der hat nämlich irgendwo noch was versteckt. Irgendeinen Geldbeutel. Ich glaube, da sind nochmal 250 drin. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Kannst du nicht mal eine... Nein! Wo hast du das denn schon gehört? Ich hatte das nicht. Irgendwie müssen wir das triggern, dass er mit uns spricht. Ich mal kurz überlegen, ob ich da überhaupt hinkomme. Ich will vorher nochmal speichern, bevor wir das machen, weil ich weiß nämlich nicht, wie das ausgehen wird.
nämlich, dass der Gorn hier was versteckt hat. Da liegt nämlich noch ein Lederbeutel. Das ist nämlich ein einzelner. Gorns Beutel, da sind 250 Goldstücke drin. Behalte ich einfach erstmal alles und kaufe mir den Gorn dann frei. Wie viele Runensteine habe ich denn jetzt eigentlich? 5, okay. Dann kann ich mir dann ordentlich was aussuchen. Ich darf halt nicht alles glauben, was man hört. Tja, das stimmt. Leute gehört. Ja, 2800, das ist ordentlich. Glaubst du wirklich? Ich will Gorn freikaufen. Einverstanden. Du kannst zu Gerold gehen und ihm sagen, dass Gorn auf meinen Befehl freigelassen wird. So. Was haben wir denn jetzt für eine Karte? Was ist die Karte? Immer wieder das Gleiche. Die Karte hat uns der Garand gegeben. Da sieht man 3 Schürfstellen. Die eine ist nicht mehr ganz so in Ordnung. Die werden dann irgendwo anders da sein. Die müssen wir aufsuchen. Lass Gorn frei. Ich komme auf Befehl vom Kommandanten Garond. Ich bin schon informiert worden. Also die normalen Sträflinge, die haben alle nichts zu sagen. Ich glaube, der Gorn hat, glaube ich, so ein eigenes. Nee, da ist er ja. Ist schon offen. Die Faulenzerei hat ein Ende. Du bist frei. Wurde auch langsam Zeit, dass mich hier wer rausholt. Mit dir hätte ich allerdings nicht gerechnet. Ist verdammt gut, dich zu sehen. Garond sagt, du würdest zu viel essen und er kann dich nicht mehr durchfüttern. Jetzt, wo du es erwähnst? Ich könnte wohl ein paar Bier vertragen. Lass uns hier verschwinden. Ich habe die Zelle lange genug gesehen. Okay, wir sehen uns bei Milton. Alles klar. Warte mal. Jo. Super. Könnte natürlich hier die Gefangenen klatschen, aber ich glaube, dann werden die sauer. Also nicht die Gefangenen, sondern die Leute. Wenn ich mich damals rechtzeitig abgesetzt... Ah, die sagen alle so einen Mist. So, im 4. Kapitel, wenn wir später hier zu denen gehen, dann sieht das alles wieder ganz anders aus. Er hat eine schwere, seltene Rüstung an. Ja, der Gorn, der ist cool drauf. Das ist mein Lieblingscharakter gewesen. Der ist schon ordentlich. Ich glaube nicht, dass ich da was ändere. Lauf mal ein bisschen schneller, Gorn. Wir wissen ja, was zu tun ist. Ich weiß gar nicht, wo wir noch Lernpunkte herkriegen. Hey, du. Ich habe Gorn befreit. Gut, dann sollten wir jetzt überlegen, wie es weitergeht. Was sind deine Pläne? Ich werde wieder zurückkehren. Ich warte noch eine Weile ab, aber da Gorn nun frei ist, kann ich mich zusammen mit ihm absetzen. Es ist mehr als nötig, dass Pyrokar von der Situation hier erfährt. Wie du meinst. Ich hoffe, dass Lord Hagen erkennen wird, welche Bedrohung von diesem Tal ausgeht. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Orks über den Pass kommen. Na dann, gute Reise. Pass auf. Ich habe lange genug hier rumgelungert. Wird Zeit, dass ich mal was anderes sehe als dieses Tal. Wie bist du über den Pass gekommen? Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine. Gut.
Ich warte noch auf einen günstigen Moment und dann hau ich ab. Wo willst du dann hin? Ich habe gehört, dass Lee noch lebt. Ich will mich ihm wieder anschließen. Ach ja, der Gordon. Warum erfahre ich das jetzt erst? Richtig cooler Typ. So, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben alles gemacht. Jo. Lernpunkte, bringt alles nix. Dann will ich hier mal speichern. Ich will dann gleich mal nach rechts gehen. Und einfach mal schauen, ob wir die Schürfstellen in irgendeiner Weise einigermaßen besucht bekommen. Unbesiegbarkeit, Schutz vor Waffen. Den ziehe ich mal aus. 5, 5. 97. Vielleicht gar nicht mal schlecht. Die zwei würde ich ja schon gerne mitnehmen. Ich probiere es mal. Ich befürchte allerdings, da wird gar nichts bei rumkommen. Aus. Na komm her. Jo. Hat super geklappt. Besser als ich dachte. So, jetzt mache ich mich aber erstmal wieder heile. Will ich mal was gucken. Leichte Wunden heilen kostet 10 für 200. Mittlere Wunden heilen kostet... Ist eigentlich schon ganz nett, aber... Ein magischer Kreis zu wenig. Müssen wir erst nochmal in den nächsten Magierkreis rein. Von dem Zeug, ey, da weißt du gar nicht wohin. Das war, glaube ich, nicht so geil. Ja.
Nee, das kannst du so vergessen. Die sind mir zu nah. Das sind 3 Stück auf einmal. Das wird so nix. Warum hab ich denn da gespeichert? Warum sind die direkt auf mich auf? Komm her. Super. Den einen hat es erwischt. Das ist gut. Ohne, dass ich Damage bekommen habe. Supi, supi, das freut mich. Werde ich hier jemanden Aggro ziehen, wenn ich jetzt auf den gehe? Ja, Orkelied ist natürlich. Die Orkelied brauchst du gar nicht anfangen. Da mache ich es anders. Und zwar locke ich den. Oh, das war dämlich. Musst du doch merken. Schaman ist zu brutal. Das kannst du so vergessen. Ich hätte abspeichern sollen. Hier. Nee, ich dachte. Na komm. Super. Bloß nicht vergessen zu speichern. So, ich nehme aber die Rune. Bevor ich jetzt aber die eine Ork-Elite hier aggro ziehe, obwohl ich probiere es einfach mal. Ich habe ja gespeichert. Natürlich dämlich.
Kann ich so einen benutzen? Warum nicht? Ups. Glaub mir, die sind brutal. Haben aber ein relativ gleiches Angriffsmuster. Na komm. Sogar 450. Boah. Aber dafür lassen die auch ordentlich was fallen. Weidenbeere, Feuerkraut. Erstmal die Feuernessel. Könnte natürlich hier den Ring schon mal abklatschen. Im vierten Part, im vierten Level gibt es nämlich, im vierten Kapitel gibt es nämlich auch wieder ordentlich Respawn. Hallo. No. Komm her. Komm doch her. Super. Wunderbar. Das läuft sehr gut. Besser als gedacht. Aber natürlich muss man auch sagen, ich wollte eigentlich, dass der so ein bisschen... Na, die Ork... Ja, komm, ist klar, ne? Aber doch nicht beide! Ich finde ja zwei Ork-Eliten schon schlimm. Nee, das kannst du vergessen. Zwei Orks sind so schon ein Problem für uns. Na, der eine ist kein Problem. Jetzt haben wir den Einzelnen. Duper. Ja, komm her. Also ich hoffe, ihr wisst jetzt auch langsam, warum ich das Mintal nach dem Addon machen wollte.
Und warum ich das Miental so mag. Na komm. Darfst du keinen Fehler machen, sonst bist du echt im Arsch. Jo, 575 haben wir. Naja, das sind jetzt keine, die sind jetzt nicht mehr ganz so aggro wie die anderen. Tja, Ork, was ist denn los? Ich hab deine Elite schon platt gemacht. Kannst du nichts machen, ne? So, dann kommt der nächste. Na komm her. Hast du mich tatsächlich getroffen, du Lappen? Super. Das könnte ich eigentlich zu dem einen Schaman rennen, oder? Nee, da hinten ist noch einer. So, jetzt esse ich nochmal ein Snapperkraut. Um mal schnell zu dem hinzurennen. Wir kriegen nämlich richtig viel Damage bei dem. So, wenn wir die einzeln machen, dann kriegen wir die einfach. Und natürlich kriegen wir auch ordentlich XP. Oh, wir dürfen sogar jetzt gleich ein Level abbekommen. Ich weiß nicht, ob ich den Feuerball lernen möchte. Ich würde ja am liebsten noch ein bisschen Nahkampf lernen. Mindestens ein Zehner. Das
nehme den noch mit. Es wird soweit, ja, jetzt haben wir auch 587, das ist toll. Ja, wir können uns einigermaßen frei bewegen. Wir müssen immer noch ein bisschen aufpassen, aber ich muss ehrlich sagen, unser Training hat sich ganz gut ausgezahlt. Aber ich glaube, ich spare ein bisschen und versuche noch ein bisschen was auf Stärke zu kriegen. Trollfett, Snapperkraut, Aquamarin. Hey, hallo, da liegt eine Steintafel, die hätte ich gerne. Danke. Was sind das für eine? Ich wusste gar nicht, dass hier auch noch Steintafeln rumliegen. Lebensenergie, super. Ja, 592. Wie viele Minuten? 31 Minuten. Das ist okay. Ich hoffe, die Parts um 40-50 Minuten Bereich sind in Ordnung. Liegt einfach daran, ich bin in diesem Spiel jetzt drin. Ich bin einfach da drin und ich finde es einfach toll, das alles herumzuprobieren und so weiter und so fort. Das Mieter ist schon mal ein bisschen gesäubert. Ich will mich aber noch nicht aufmachen, die Schiffstellen zu suchen, weil ich doch ganz gerne hier so viel... Also ich habe ja jetzt, wir haben ja jetzt mitbekommen, dass wir schon so weit sind, uns mit Ork-Eliten rumärgern zu können. Und von daher, warum eigentlich nicht? Hoffentlich ist es nur eine. Ich werde nämlich... Ja, 17.550. Ja, das war nämlich klar. Die sind nämlich noch ein bisschen hart. Okay. Esse ich sowas noch ein bisschen. Dann benenne ich nämlich den Part etwas um. Na komm her.
Was jetzt Damage? Alter, der Feuerpfeil macht bei dem mal keinen Schaden. Na komm her. Puh, die Ork-Eliten sind ist jeder Schritt wert. Eigentlich mal gucken, dass ich den Zeitraffer vielleicht einsetze und mich dann mit den ganzen Sachen heile, wenn ich mal richtig viel heilen muss. Dass ich nämlich das ganze Zeug mal ein bisschen dezimiere und die Tränke wirklich dann aufhebe, wenn ich später in den hohen Bereich komme. So, alle zwei Orks mal gespeichert. Hier benutze ich es gar nicht. Natürlich versuche ich auch keinen Damage zu kriegen. Gefressen, aber wir haben auch ordentlich einen Schlag gekriegt. Und zwar so, dass mir die ganzen Weidenbeeren fressen. So, mit B42 können wir den ganzen Scheiß zurücksetzen. Na komm. Sag ich, wusst's. Oh, shit. Kleiner Lümmel. Na komm.
So, lass mir hier den ganzen Scheiß essen, dass der irgendwann mal wegkommt. Ich hatte gedacht, wir müssen hier dem nochmal ein bisschen Fleisch besorgen, aber das müssen wir nicht. Das müssen wir nur als Miliz. Oder warte mal. Das müssen wir erst nochmal triggern, bevor ich jetzt hier alles wegfresse. Und zwar müssen wir, glaube ich, mit einem Typen sprechen, der heult rum, dass hier Rationen gekürzt wurden, stimmt. Und dann sagt der andere Typ, ja, du kriegst jetzt, musst jetzt genauso bezahlen wie jeder andere, wir haben halt nicht viel. Das gibt nämlich auch noch ein paar XP. Stimmt. Jetzt bist du dran, Bandit! Ups. Ganz vergessen. Ah, diese Meldung geht mir ein bisschen. Ja, ist egal. Stimmt, ja. Ach, das ist immer ein bisschen nervig. Ach, da haben wir schon eine gute Rüstung. Da müssen wir echt aufpassen mit der. Das vergesse ich immer wieder. Aber 70-70 ist natürlich nicht schlecht, wenn man mal bedenkt, wie viel oder wie krass wir auf die Fresse mit der Magierrobe bekommen. Warte mal, wer war denn das denn? Hey! Hey! Was glaubst du, wie es mir geht? Ich stehe den ganzen Tag am Schleifstein und bearbeite Klingen. Und gestern hat Engor wieder unsere Rationen gekürzt. Wenn das so weitergeht, verhungern wir noch alle. Oder wir werden von den Orks umgebracht. Keine angenehmen Aussichten. Armer Kerl, das stimmt natürlich. Wer ist? Engor verwaltet die Vorräte. Er lässt zwar mit sich handeln. Und das kannst du dir nicht... Für den geringen Sold, den wir kassieren... Wo finde ich die? Im Haus der... Super. Ich habe gehört, du teilst die Rationen ein. Das ist richtig. Wieso? Soll ich dich jetzt auch noch durchfüttern? Wenn du irgendwas haben willst, dann zahlst du dafür. Genau wie alle anderen auch. Vielleicht kann ich dir bei deiner Arbeit helfen. Ja, warum nicht? Hilfe könnte ich wohl gebrauchen. Also. Es wäre schön, wenn wir da mehr Fleisch reinballern könnten. Unsere Nahrungsvorräte sind knapp. Vor allem unsere Fleischvorräte gehen zur Neige. Wenn du also Fleisch besorgen kannst, roh oder gebraten, Schinken oder Würste, dann wäre uns geholfen. Klar. Kein Problem. Ich besorge euch Fleisch. Mit 2 Dutzend Fleisch könnte ich schon einige hungrige Mäuler stopfen. Komm wieder, wenn du das Fleisch hast. Ich muss nun weiterarbeiten. Ich habe hier was für dich. Gut, du hast genug Fleisch gebracht. Da glaub aber ja nicht... Zeig... Was hast du denn? Ja, das Fleisch behalte ich, gebe ich den Jungs mal. Ansonsten... der hat natürlich hier von dem Zeug ganz viel. Nein, ich habe nicht genug Kohle dafür. Macht aber nichts, wir können ja hier den ganzen Scheiß verkaufen. Das normale Schwert. Kann weg. Kann weg, kann weg. Das kann auch weg. Eschenbogen, 120. Kann auch weg. Ich hätte nämlich gerne die ganzen Sachen, die der hier hat. Frankos Amulett, Stärkebonus, Geschicklichkeitsbonus, Lebensenergiebonus. Was habe ich hier? Amulett der Krieger, Schutz vor Waffen plus 10. Das ist alles sehr nice. Amulett der Flammenkrieger, das behalte ich alles erstmal. Kann ich dem nicht noch irgendwas verkaufen? Irgendwas von denen. Hab ich nicht noch irgendwo einen Goldbrocken rumfliegen?
Goldener Kelch ist natürlich ordentlich was wert. Bloodwinds Kopf bringt nichts. Alter Schlüssel. Könnte zu einem Vorhängeschloss gehören. Das ist wahrscheinlich der gleiche Schlüssel. Warum habe ich davon 8 Stück? Goldbrocken könnte ich natürlich jetzt maximale raus nehmen und zurück ins Banditenlager gehen, aber das ist mir eigentlich relativ. Ja, jetzt sind wir pleite. Wir brauchen den Rohstahl, brauchen wir nicht. So, komm, lass erstmal gut sein. Mit dem Silber und dem Gold. Ich glaube, das Gold können wir sowieso nicht verkaufen. Ach komm, weißt du was? Scheiße, Hund drauf. Weg damit, weg damit. Silberkette, Silberteller, silberner Ring. Super, wir haben alles, was wir brauchen. Jo, das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Ansonsten, die will ich noch nicht aufmachen. Diegos alter Beutel, wissen wir Bescheid. Ja, mit dem Tausender können wir rumlaufen. Warum nicht? Ich will... Jo, 56, das ist okay. Ich werde hier noch ein bisschen in einen Kampf reinstecken. Und noch in Stärke später, hoffe ich zumindest. Und jetzt möchte ich gerne weitermachen hier mit Orks ausmerzen. Obwohl, ich könnte natürlich zum Piratenlager gehen mit Geschick. Was habe ich denn hier? Frankos Amulett. Das gibt mir 4 Geschick. Das bedeutet, ich müsste mal gucken, 42, ich glaube 50 brauche ich. Das bedeutet, wir brauchen 8. Durch Frankos Amulett kriegen wir 4 Stück. Das bedeutet, 1, 2, 3, 4. Das bedeutet, 4 Stück brauchen wir noch. Geschicklich kriegen der Gewandtheit. Das bedeutet, 3 Geschick kriegen wir noch so. Ring der Krieger, Geschicklichkeitsbonus bedeutet, wir bräuchten noch ein Geschick. Dann hätten wir 50. Dann könnten wir eigentlich auch den Rapier tragen. Ja, den wollte ich nicht treffen. Ihr wisst schon, dass ich schneller bin als ihr, ne? War ich jetzt weit genug, dass die sich resettet haben? Ich will nur die eine Ork-Elite. Na, das habe ich mir gedacht.
Nee, beide möchte ich natürlich nicht. Dann gehe ich erstmal auf die andere Seite. Vielleicht kann ich das andersrum besser machen. Habe ich das? Ja, habe ich. Wie lange nehmen wir? 51 Minuten. Spammt. So, ich weiß, dass da noch einer ist. Reptilienhaut, Flammenzunge. Super. Die haben ihren Akku verloren. Alter! Ja, ja. Jo. Habe ich jetzt gespeichert? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, nein. Ach. Dieses Speichern verkacken immer, ist sau nervig. Gut, auf der anderen Seite kann ich da nochmal pennen gehen, obwohl ich bin ja komplett voll. Hm. Ich probiere es nochmal. Jo. Mache ich das aber im nächsten Part dann nochmal alles. Ich spreche jetzt nochmal mit dem, das geht ja jetzt relativ schnell. Hey! Das höre ich zum ersten Mal. Hey, du! Hey, du! Hey, du! Mhm. Eschenbogen kann auch weg. Verkaufe ich jetzt den ganzen Gold- und Silber-Shit. Goldener Kelch. Blutkelch behalte ich mal. Das behalte ich auch mal. Man weiß ja nie. Goldene Schale, Schatulle, Goldbrocken, Gletscherquarz. Reicht erstmal. Das hat er wirklich nicht verdient.
gibt es auch noch ein paar Banditen. Aber die haben eigentlich nichts zu sagen. Das sind nur No-Name-Banditen. Werde ich nämlich den Part mal beenden. Und mal gucken, wann ich den hochlade. Ja, 56 Minuten, das ist okay. Jetzt will ich aber die andere Rüstung wieder anziehen. Und bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao.